Skibergsteigen ist das Besteigen des eines Berges mit Ski. Dabei bewegt man sich sowohl bergauf als auch bergab und legt dabei Höhenmeter sowie Wegstrecke zurück. Beim Skibergsteigen geht es klar um Ausdauer, aber nicht zuletzt auch Technik und das Ganze dann zu vereinen und im Rennen bestmöglich zu kombinieren. Und nicht zuletzt natürlich ums Erlebnis, das ist quasi ein Abenteuer, so ein Rennen. Also beim Skibergsteigen mag ich es einfach gerne in der Natur zum sein, im Gelände und einfach das Genießen zum können. Und beim Rennen, das taugt mir einfach total, dieser Wettkampf und das Adrenalin. Die meisten Rennen beginnen mit dem Aufstieg auf Ski. Dazu haben wir die Felle drunter. Teile werden auch zu Fuß bewältigt. Dabei sind die Ski am Rücken. Und genau, oben erfolgt dann der Wechsel zur Abfahrt. Dafür kommen die Felle runter und dann geht es wieder runter. Ja, die Abfahrt ist zum einen im Gelände, das macht es deutlich schwieriger. Zudem sind die Ski natürlich auf Leichtgewicht getrimmt, wodurch die Fahreigenschaften zu leiden haben. Aber das ist auch nicht wirklich schön anzusehen oder so, vielleicht, wenn wir runterfahren, aber es muss ja auch einfach nur schnell sein. Ein bisschen verrückt muss man schon sein, weil die Abfahrten sind verdammt schnell. Und ein Training ist mal im gefährlichen Gelände, auch mit den Lawinen und so. Und in die Rennen muss man halt voll riskieren. Und da kann man auch mal stürzen oder so und das muss man halt dann wegstecken können. Dass das Skibergsteigen jetzt bei der Jugendolympiade mit dabei war, ist vielleicht unsere Wildcard für die großen Olympischen Spiele. Und ja, so hoffen wir auf 2026 vielleicht, dass Skibergsteigen in Mailand olympisch ist. Also ich halte es für sehr realistisch, weil man jetzt auch gesehen hat, die Begeisterung ist da. Das ist auch irgendwie so ein Breitensport. Bei uns daheim ist fast jeder irgendwie schon mal Skitour gegangen und macht das gern. Und ich glaube, dass das schon realistisch ist, dass das wirklich olympisch werden kann. Und uns darf es natürlich super gefreuen, weil wir dann auch genau in das Raster fallen daten, vom Alter her und so. Und ja, schauen wir mal und hoffen wir mal das Beste.